Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich habe heute für euch von Joyo den Space Verb. Wie man sich vielleicht schon denken kann, ist das ein Reverb Pedal und zwar aus der Iron Man Serie von Joyo. Das ist ganz einfach eine Mini Pedal Serie und wie man es sehen kann, ist dieses Pedal wirklich mini. Schauen wir uns das Pedal einfach mal ganz kurz an. Also erst einmal von außen wieder der äußere Eindruck. Wir haben eine schöne schwarze Lackierung. Es ist aus Metall. Das heißt, es wirkt schon mal sehr robust. Wir haben natürlich wieder diese Klappe hier dran, die bei allen Iron Man Series Pedals dran sind. Ganz einfach, um die Settings zu schützen. Inwiefern man natürlich seine Settings schützen muss, weiß ich nicht. Also ich habe es noch nicht gebraucht, aber es ist zumindest schön, dass es drauf ist. Was den Space Verb jetzt wirklich interessant macht, ist ganz einfach sein Innenleben. Denn wir haben es jetzt hier nicht mit einem einzelnen Reverb-Effekt zu tun, dass wir jetzt einfach ein Room-Reverb haben als Mini-Pedal, sondern wir haben jetzt gleich vier Modis. Sprich, wir haben Room, wir haben Hall, Church und Plate. Ich will kurz erklären, was die einzelnen Modes sind. Ganz einfach, Room ist für alle Englischbewanderten einfach ein Raum-Reverb, also es ist ein relativ kleiner Raum, der hier gemodelt wird. Dann haben wir Hall, ist dementsprechend natürlich ein sehr großer, ein sehr weiter Raum. Church ist ein sehr interessanter Reverb, ganz einfach, er ist ähnlich der Hall. Also die Halle hat, also es ist wirklich auch ein sehr großer Reverb, allerdings mit etwas Modulation drinne. Warum es natürlich Church heißt, weiß ich nicht, vielleicht wegen den Interferenzen in der Kirche oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hört man im Hintergrund immer so eine kleine Modulation, was ich doch relativ schön finde. Also das haben sie sehr schön gemacht. Und dann haben wir noch Plate. Und Plate ist ganz einfach so ein Klassiker. Also ich glaube zu wissen, dass das daher stammt, dass man irgendwie damals, um Reverb zu erzeugen, zwei Metallplatten irgendwie so hingehangen hat und da irgendwie den Sound durchgeschickt hat, dass da Reverb ist. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ansonsten haben wir noch einen Mixregler. Der entscheidet einfach, wie viel Reverb dem Originalsignal praktisch zugemixt werden soll. Dann haben wir Decay. Das entscheidet ganz einfach über die Raumgröße nochmal. Also selbst wenn wir jetzt in Hall sind und haben einen sehr großen Hall ausgewählt, können wir mit Decay den Raum immer noch kleiner machen und vor allem auch länger. Je größer der Raum, desto länger ist natürlich auch die Hallfahne. Also kann man Decay eigentlich, wie lang der Hall ausklingt. Und dann haben wir noch Tone. Und das ist ein sehr nützliches Feature, weil bei Tone ganz einfach man entscheiden kann, ob man jetzt einen dumpfen Raum haben möchte oder einen hellen Raum haben möchte. Was für verschiedene Einsatzmöglichkeiten einfach ganz cool ist. Wenn ich zum Beispiel solche Volume Sweeps mache, habe ich immer sehr gerne einen hellen Hall, damit man einfach mehr Definition hat. Aber wenn man wirklich nur so ein ganz kleines bisschen Hall drin haben möchte, der auch nicht unbedingt hörbar ist, kann man einfach mit Tone zurückgehen und der Hall ist einfach nur zum Füllen da und nimmt eigentlich gar nicht so wirklich viel in dem eigentlichen Klanggeschehen dann seinen Platz ein. Ja, ansonsten hören wir uns das Ding jetzt einfach mal an.
So, wie ich schon gesagt habe, ich bin wirklich begeistert von dieser Flexibilität, die Joyo einen in diesem verdammt kleinen Pedal liefert. Man hat einfach so viele Möglichkeiten mit diesem Reverb Pedal. Es klingt sehr gut, wenn man es direkt vor ein Clean Amp schmeißt. Es klingt sehr gut, wenn man es in den Effects Loop einschleift. Es ist einfach ein sehr flexibles und sehr, 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 sehr gut klingendes Pedal. Ansonsten Verarbeitung top. Das Pedal kostet, glaube ich, um die 70 Euro. Könnt ihr ordern bei Amazon oder bei eBay direkt von Joyo. Und ja, es kommt in einer tollen Verpackung. Es kommt mit gratis Velcro dazu. Ich weiß nicht, was man dabei falsch machen kann. Wenn ihr auf der Suche nach einem kleinen, sehr, sehr gut klingenden Reverb-Pedal seid, dann schaut euch das Spaceverb an. Ich kann es wirklich immer nur wieder empfehlen. Und ansonsten sagen wir beide dann, macht's gut. Ciao. Und nicht vergessen, hier unten könnt ihr noch mehr Videos auf meinem Kanal anschauen oder natürlich auf den Subscribe-Button klicken und mir weiterhin folgen, wenn ich einfach nur über Pedals rumnörde. Ansonsten hat es mir wie immer Spaß gemacht. Ciao.